Nach dem peinlichen Aus in der Gruppenphase bei der WM in Brasilien meldet sich die englische Nationalmannschaft für die Euro zurück. Das Team von Trainer Roy Hodgson stand als erster EM-Fahrer fest und geht nach einer perfekten Qualifikation als Geheimfavorit ins Turnier. Wir können es definitiv weit schaffen. Wir haben junge Spieler im Team, aber auch Erfahrung. Das ist immer eine gute Kombination. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht und ich weiß, dass die anderen auch gierig sind. Hoffentlich wird es ein gutes Turnier. Verzichten müssen die Engländer dabei auf große Namen wie Steven Gerrard, John Terry und Frank Lampard, die dem internationalen Fußball allesamt den Rücken zugekehrt haben. Stattdessen geht Hodgson mit der zweitjüngsten Mannschaft des Turniers an den Start. Neben dem 20 Jahre alten Shootingstar Dele Alli von Tottenham Hotspur ist vor allem Marcus Rashford zu nennen. Der United Youngster ist mit gerade einmal 18 Jahren der jüngste Spieler der Euro. Ein verheißungsvolles Talent. For me, he doesn't need much advice. Er braucht nicht viele Ratschläge, lasst ihn einfach spielen. Aus einem Jungen wie ihm holt man so das Beste raus. Das Beste aus sich herausholen wollen die Engländer auch in ihrem Auftaktspiel am Samstagabend gegen Russland. Doch unter Druck setzt sich der Geheimfavorit nicht. Ich würde nicht sagen, dass es ein Spiel ist, das wir unbedingt gewinnen müssen. Es gibt drei Gruppenspiele. Das Spiel gegen Russland ist das erste. Wir werden alle Spiele mit derselben Mentalität antreten und versuchen, so gut zu spielen, wie wir können. Wir werden so spielen, wie der Trainer uns sehen möchte. Wenn wir das tun, wird es gut gehen. Die Frage wird sein, wie gut. 50 Jahre nach dem letzten großen Titel scheint für die Engländer alles möglich. Sie könnten im Kampf um den Titel in Frankreich ein entscheidendes Wörtchen mitreden.